Ich bin sehr gespannt, was uns McDonald's zusammen mit Shirin David uns jetzt hier präsentieren will oder präsentieren wird in einer knappen Minute. Lieben wir, wir erinnern uns, wir hatten schon in der Vergangenheit einen Song von Shirin David, der den gleichen Namen getragen hat, lieben wir. Und ich habe mir sagen lassen, dass es quasi das gleiche ist, nur dass die Lyrik ein bisschen umgeschrieben worden ist. Eben, dass es halt irgendwie zu McDonald's passt, dies, das, ne? Und wir sind natürlich hier, möchte ich nur mal ganz kurz klarstellen, wir sind natürlich hier nur wegen der Musik. Natürlich, ne? Musikvideo kann auch ganz schön sein, wir sind aber nur wegen der Musik hier. Ich würde doch niemals ein Shirin David Video gucken, wegen irgendwas anderem. Ich bin for real nur wegen der Musik hier. Ich lebe die Musik einfach. Knapp eine Minute. Shirin David, McDonald's. Shirin David featuring McDonald's, lieben wir. Official Monopoly Version. What the fuck? Ich möchte gar nicht wissen, ne, bevor wir loslegen. Ich möchte es wirklich nicht wissen. Eigentlich möchte ich es nicht wissen, aber ich möchte es irgendwie wissen, ne? Ich möchte gar nicht wissen, was McDonald's der netten Shirin David dafür gezahlt hat. Ich möchte es nicht wissen eigentlich. Eigentlich möchte ich es nicht wissen, aber eigentlich möchte ich es wissen so. Boah, ich weiß, Alter, es muss bestimmt hardcore sein. Es muss richtig hart viel sein. Für eine Minute ist locker gut was geflossen da. Eine Apfeltasche, wahrscheinlich. Am Ende wurde sie mit so einem Happy Meal bezahlt. Ja, wir hätten gern irgendwie so einen kleinen Werbespot für unsere Filiale so, für unsere Monopoly-Version. Ja, und was springt für mich dabei rum? Ja, wir können dir ein Happy Meal anbieten mit einer Apfeltasche oder sowas. Wäre das okay? Da sagt die Shirin David natürlich ja. Natürlich. Wie klappt man einen Jackpot? Das wird sie mir jetzt, glaube ich, gleich erzählen. Ich habe es nie geschafft. Ich war teilweise wirklich oft bei McDonald's. Hab mir viele Menüs bestellt. Hab oft diese Dinger von dieser Flasche abgekratzt. Ich habe nie was gewonnen. Kann schon sein, dass er mit dem nächsten Snack kommt. Die fragen schon wieder, ob ich Menü will. Ihr habt uns zwar Maxi für Bramfels, Barbie, Bad Bunny, Bubsy. Ihr könnt mir aber sagen, ey, guck mal, ne, Werbung hin und her und ne, der Chat sagt rein Werbung, dies, das. Und es ist nur reine Werbung. Es ist Real Talk nur eine Werbung. Wir möchten es gar nicht irgendwie gut reden und sowas. Die hat sich einfach nur dahingestellt und Werbung für die Monopoly-Version gemacht. Keine Ahnung, Digga. Ihr könnt mir aber nicht sagen, dass sie das nicht krass rappt einfach. Zusammen mit dem Beat damals, ne? Ich hab's damals schon gesagt so. Ihr könnt mir nicht sagen, dass sie das nicht krass rappt. Ich hab's damals bei der lieben wir Reaktion auch schon gesagt, Digga, der Beat plus wie sie das float, krass. Bisch Menü will, ihr habt uns zwar Maxi für Bramfels, Barbie, Bad Bunny, Bubsy, Eid Getränk, aber Burger so bosshaft, jeder dachte safe, ich mach Low Carb. Burger so bosshaft, jeder denkt safe, ich mach Low Carb oder sowas. Jetzt mal die alles entscheidende Frage an der Stelle, ne? Wir sind schon mit der Hälfte fast durch vom Song, in Anführungsstrichen, mit dem Video. Meint ihr, diese Zeilen hat sie selber geschrieben? Oder steht hier Lars in der Beschreibung? Das würde mich sehr interessieren. Steht Lars hier drin? Nein, steht nicht drin. Es steht präsentiert von Shirin David. Ich glaube, diese Zeilen hat sie selber geschrieben aufs Blatt Papier. Ein paar T-Shirts, Mackie Shirin Merch. Gibt's die auch online? Do your research! Nice, dass sie auch dieses Do your research mit reingebracht hat. Gibt's die auch online? Do your research, das ist auch ganz nice betont, so wie im Original eben, ne? T-Shirts, Mackie Shirin Merch. Gibt's die auch online? Do your research. Bin im McCafé, wieder der Sweet Taste. Das klappt bei mir nie. Ich möchte nicht sagen, dass es Verarsche ist, aber das klappt bei mir nie, McDonald's. Ich sag euch nächstes Mal, wenn ich bei euch bin, ne? Gebt mir lieber mal einen Becher, wo was Vernünftiges drauf ist, sag ich so, wie es ist. Gibt's die auch online? Do your research. Bin im McCafé, wieder der Sweet. Und mit was Gescheitem meine ich nicht McFlurry oder sowas. Ich meine Tesla vor meiner Haustür, aber direkt mit Ladestation. Sweet Taste, aber süßes für dein Boy vielleicht Cheesecake. Sah nicht mit Spielgeld, eröffne das Spielfeld. Für die Gays, für die Girls und die B-Bates. Ja, Boy sagt. Dieses ihr? Sie hat manchmal so, ich kann es nicht nachmachen, weil bei mir würde das irgendwie ein bisschen weird rüberkommen. So, ne, sie macht es ganz gut, ihr wisst, was ich meine. Dieses, nach diesem ja, wie sie dieses ja betont. Eröffne das Spielfeld, für die Gays, für die. Auch wie sie Luft holt, so. Die Girls und die B-Bates, ja? Euch sagen immer, ich seh aus wie ein Tuschkasten. Ich sage den Mittelfinger und beiß in die Fruchttasche. Bin es mit Blick. Und beiß in die Fruchttasche. Nicht die Apfeltasche, Chat. Tesla mit Ladestation ist schön. Sehr schön. Glaube ich, natürlich. Aber so dieses Model X mit Flügeltüren will ich. Seh aus wie ein Tuschkasten. Ich sage den Mittelfinger und beiß in die Fruchttasche. Bin es mit Blick. Bin es das Blitzlicht. Ganz schön zick, ich bin nicht mal 1,70. Ganz schön zickig für nicht mal 1,70. Bin es mit Blick, bin es das Blitzlicht. Ganz schön zickig für nicht mal 1,70. Sie ist nicht mal 1,70. Obwohl es ja auch Durchschnitt ist, oder? Also, weiß ich nicht. Aber wo liegt denn die durchschnittliche Körpergröße einer Frau in Deutschland? Wo liegt denn die durchschnittliche Körpergröße eines Mannes in Deutschland? Auch so um die 1,80, oder? 1,80?
1,65 bei Frauen, 1,66 glaube ich, 1,67, die werden immer größer jetzt. Bei Männern so 1,80, 1,81, so wie ich circa, ne? So wie ich. Einigen wir uns bei Frauen 1,65, bei Männern 1,80. Ist eine gute, runde Zahl eigentlich. Meckes Rücken und diverse Erfolge, Monopolies back, sag es jedem deiner Freunde. Digga, lass den Beat bisschen laufen, Bruder. Was für ein behinderter Beat. Einer der krassesten Beats auf diesem ganzen Album damals gewesen. Ey! Lieben wir. Ich möchte nicht wissen, ne, was McDonald's, der Shirin David dafür gezahlt haben. Möchte ich nicht wissen. Für eine Minute möchte ich wirklich nicht wissen. Real Talk. Real Talk, Digga. Ohne Scheiß.